Hallo, grüß dich. Heute bin ich mal wieder auf dem Ergometer. Jetzt habe ich 2 Monate lang nichts mehr machen können, weil ich ja umgezogen bin und in meiner Praxis, in meiner Schule auch renoviert habe. Aber heute ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo ich was für meinen Körper tun muss, denn sonst würde ich wahrscheinlich wieder das Fett ansetzen. Das will ich ja nicht. Wie motiviere ich mich dazu, etwas zu tun? Denn eigentlich bin ich ein fauler Mensch. Ich mache nur was, wenn es wichtig ist. Also motiviere ich mich oder hole mir die Kraft aus der Hypnose, aus dem Mentaltraining. Leistungssportler und erfolgreiche Menschen wissen es schon lange, dass 80% über Sieg oder Niederlage im mentalen Bereich liegt. Und dieser Bereich, dieser mentale Bereich ist trainierbar. Jeder Leistungssportler und auch jeder erfolgreiche Mensch hat einen Berater, einen Trainer und vielleicht, das ist auch für dich interessant, einen Trainer mit ins Boot zu holen, um dein Ziel zu erreichen, egal welches Ziel es ist, Abnehmen, Rauchentwöhnung, Coaching im Businessbereich oder sonst irgendwas. Auch im Sport natürlich. Auch zu mir kommen Leistungssportler, die sich von mir im mentalen Bereich stärken lassen und dadurch wesentlich bessere Plätze erreichen. Ja, vielleicht entscheidest du dich, mich mal anzurufen oder in meine E-Mail zu schreiben, Info zu holen. So lass mich einfach dein Mentaltrainer sein. Ich werde mein Bestes geben und auf meine große Erfahrung zurückgreifen, damit wir dein Ziel erreichen, damit du dein Ziel erreichst. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wird es etwas anstrengender. Du siehst, ich komme langsam aus der Puste. Ich radle ja jetzt schon ein paar Minuten und jetzt muss ich hier meinen Kreislauf wieder stärken. Aber du wirst auch sehen mit der Zeit, dass ich immer besser und besser werde. Jetzt fahre ich auf der Stufe 5 und bis 10 geht es bei meinem Ergometer. In der nächsten Zeit wird sich das Ganze natürlich wieder ändern. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören oder zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Herbert.